Ja, liebe Schüler, Epochen der Musikgeschichte ist das Thema, oder man könnte anders sagen, der Versuch, eine 500- oder 1000-jährige Musikgeschichte mit unendlich vielen Komponisten, Kompositionen, Details, also quasi eine Unendlichkeit an Fülle, in einem Blatt Papier, in einem kurzen Erklärvideo wiederzugeben. Aber manchmal ist es auch ganz wichtig, dass gerade wenn man aktuelle Musik sich anhört, zum Beispiel, dass man weiß, diese Musik kann nicht einfach so erfunden worden sein, sondern hat immer eine Vorgeschichte. Das, was vorher gewesen ist, kann man nicht wegdenken, ist gewesen und ist auch entscheidend für das, was zukünftig entsteht. Insofern ist für einen gebildeten Menschen, einen verständigen Menschen, das immer ganz wichtig, dass man zumindest ein grobes Verständnis hat von dem, was davor gewesen ist. Und getreu dem Motto, man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht mehr, ist es manchmal wirklich wichtig, man geht sehr weit zurück, um den Überblick zu haben. Und genau diesen Überblick habe ich mir hier bei dieser Übersicht auch als Ziel genommen, auf einer einzigen Seite die gesamte Musikgeschichte, zumindest das Wesentliche daran zu zeigen. Nun, was sieht man hier? Man sieht in der Mitte zunächst mal einen Zeitstrahl sich fortbewegen. Ganz links fängt es ungefähr bei 1580 an, 1590, 1600 ist dann so die erste Jahrhundertgrenze. Dann geht das immer weiter durch die Jahrhunderte bis ganz am rechten Rand 1960, da hört es auf. Könnte man sagen, warum 1960, warum geht es nicht wenigstens noch ein bisschen weiter? Ich habe doch bestimmt nicht 1960 diesen Epochenstrahl gemacht. Nein, auch das hat natürlich einen Begründungszusammenhang, warum man dann eigentlich so die Musikgeschichte nicht mehr sinnvoll abbilden kann. Aber dazu später. Zunächst nochmal von den groben Zusammenhängen. Wir sehen ganz unten die Epochennamen, Renaissance in Grün. Also eine Farbe zugeordnet. Man beachte auch gleich schon, dass jeder Epochennamen eine andere Schriftart hat. Auch das natürlich absichtlich gewählt, um etwas zu symbolisieren. Barock in Gelb, Klassik in Blau, Romantik in Rot und Neue Musik in Grau. Aber bevor wir zu den Epochen kommen, vielleicht oben zu den Personen. Die sind ja auch noch zu sehen und die stehen manchmal ja auch im Mittelpunkt von Musikwerken. Man sieht, die Balken mit dem Namen drin sind unterschiedlich lang. Richten sich aber nicht nach der Länge des Namens, sondern richten sich nach der Länge, wie sie gelebt haben. Zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart, da musste ich ganz schön klein schreiben, denn der hat nicht lange gelebt. Der Balken ist relativ kurz. Oben drüber Ludwig van Beethoven deutlich länger, Joseph Haydn sogar noch ein bisschen länger. Und wenn man gerade bei diesem Dreigestirn der Klassik bleibt, merkt man auch, wie die versetzt voneinander gelebt haben. Also Joseph Haydn zum Beispiel eindeutig noch in der Barockzeit geboren, aber wenn man die Kindheit mal außen vor lässt, natürlich dann schon maßgeblich von der Klassik geprägt. Und bis zu seinem Lebensende, obwohl er da auch schon in die Romantik hineinreicht, ist es ein ganz typischer Klassikkomponist. Und da sieht man auch bei den Übergängen, dass das gar nicht so einfach ist, diese Epochen voneinander abzugrenzen. Dazu muss man wissen, dass diese Bezeichnung der Epochen niemals zur Zeit, als die Komponisten gelebt haben, entstanden und geprägt worden sind, sondern immer erst ungefähr 100 Jahre später. Weil man gemerkt hat, da gab es irgendwann doch einen ganz entscheidenden Wandel, auch in weiten Regionen, in einer weiten Verbreitung und dann eine komplett andere Ausrichtung der Musik und der Kunst im weitesten Sinne, weil häufig war Musik nicht isoliert als einzelne Kunst, sondern auch im Zusammenhang mit der bildenden Kunst und auch mit der Literatur. Also da gab es einen entsprechenden Zusammenhang. So, wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen genauer anschaut, die verschiedenen Personen von links ankommend. Also, etliche in der Barockzeit sind drin, passt, alle gelb. Dann die blauen hatten wir schon, die roten. Jetzt kommen wir aber nach rechts und merken, da gibt es auch ein paar Ausnahmen. Ich fange mal mit Arnold Schönberg an. Sein Lebensbalken beginnt eindeutig rot, aber wandelt sich dann in dieses Grau. Nun gut, könnte man denken, der lebt auch genau in der Mitte zwischen diesen beiden Zeiten. Aber was bei ihm passiert ist, ist ein radikaler Wandel. Arnold Schönberg gilt als Begründer, als einer der wesentlichen Mitbegründer der neuen Musik. Ungefähr 1910, 1912 herum führte seine neue Kompositionstechnik der Zwölftonmusik zu einem wirklich radikalen Wechsel. Und das heißt, Schönbergs Musik nur vom Klang her zu beurteilen, ist gar nicht so leicht, weil am Anfang klingt es wie spätromantische Musik. Und ein paar Jahre später klingt es wie komplett von einer ganz anderen Welt, eine ganz andere Richtung. Deshalb seinen Lebensbalken verschieden gefärbt, wenn ich nochmal vergleichend zu Joseph Haydn zum Beispiel das sehe. Ein anderer Balken ist noch merkwürdiger, Sergei Prokofjew. Der beginnt blau und wird dann grau. Also das Grau versteht man ja noch.
Der war ja eindeutig Zeitgenosse. Wie gesagt, die Kindheit muss man bei allen Komponisten natürlich so ein bisschen herausrechnen, weil es dauert ja ungefähr 10, 15 Jahre wenigstens. Selbst bei den Wunderkindern dauert es einige Jahre, ehe man wirklich dann auch von produktiver Schaffensphase sprechen kann. Aber warum dieses Blau und nicht das Rot? Es ist häufig so, dass Künstler sich von der Epoche davor, von dem, das, was davor Mode gewesen ist, ganz bewusst und sogar scharf abgrenzen wollen. So auch der Sergei Prokofjew. Der wollte mit der romantischen Musik eigentlich gar nicht viel zu tun haben, fühlte sich eindeutig als jemand in der neuen Musik, hatte aber mit der älteren Musik eine Epoche übersprungen, also in der Klassik, eine hohe Affinität, fand diese Musik wunderbar und hat sozusagen ein Crossover, also eine Mischung aus beiden Musikrichtungen. Anlehnung an die Klassik und gleichzeitig mit neuen Errungenschaften der neuen Musik gepflegt. Er war mit dieser Richtung nicht alleine. Hier in der Mitte, ich zoome ein bisschen rein, steht auch der passende Fachbegriff Neoklassizismus. Also sozusagen die klassische Musik neu gemacht. Gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten und Ausprägungen, die da zum Tragen kommen. Ich gehe noch mal ein bisschen die Epochen von ganz links durch. Die Renaissance, dieser französische Begriff, wenn man ihn wörtlich übersetzt, heißt so viel wie Wiedergeburt. Und das ist erstmal etwas merkwürdig. Warum jetzt Geburt und was wurde vor allen Dingen wiedergeboren? Und warum ist das jetzt ausgerechnet die erste Epoche? Na gut, grün konnte man sagen, ist auch wie bei der Ampel, die Farbe so für das Losgehen, fürs Starten, für ja auch eine gewisse Hoffnung und Aufbruch. Was war da gewesen? Zunächst muss man wissen, die längere Zeit davor gibt es auch als Epoche der Musikgeschichte, nimmt man einfach als Mittelalter, es waren sogar fast 1000 Jahre, die man da so ein bisschen in einer Phase zusammenfassen kann, natürlich mit, je nachdem wie dicht man wieder an diesen buchstäblichen Wald herangeht, verschiedenen Unterstufungen, aber vereinfacht gesagt kann man sagen, da war keine sehr große Hochkultur. Relativ rüde Sitten, man kennt es so vom Mittelalter klischeehaft, ja, Hexenverbrennung, es gab Ritter, es gab aber auch ein ziemlich raues und schroffes Leben, keine sehr hohe Kultur. Und irgendwann, ich versuche es mal vereinfacht darzustellen, reichte es gerade den gebildeten und gern gebildeten Leuten, die gesagt haben, wir wollen einfach wieder mehr hohe Kultur, mehr Sitten. Und da hat man gesagt, wenn wir sowas neu erschaffen wollen, gucken wir doch mal in unsere Geschichte. Und da sind sie gefündig geworden in der Antike. In der römischen und auch in der griechischen Antike und haben gesagt, genau darauf wollen wir uns zurückbesinnen und wir wollen so etwas nochmal schaffen. Und zwar nicht nur in der Musik, sondern in allen Kunstrichtungen. Architektur, in der bildenden Kunst, in der Literatur. In der Musik allerdings gab es ein ganz großes Problem, denn wenn man mit der Architektur sich das mal vorstellt, wie so ein griechischer Tempel aussah, das wusste man noch ganz gut und manche waren sogar noch halbwegs erhalten. Musikwerke wusste man gar nichts. Es gab noch keine Notenschrift in der Zeit und man hatte natürlich auch keine Aufnahmen. Das heißt, man musste im Geiste der Antike eine neue Musik schaffen. Und deshalb sehe ich auch diese Renaissance sehr stark, also nicht nur ich, sondern innerhalb der Musikgeschichte, dieses als ganz wichtiges Aufbruchssignal. Da wollte man wieder eine hohe Kultur schaffen und initiieren. Die Renaissance, für uns klingt heute so weit weg, war eigentlich eine wahnsinnig dynamische, aufbruchsreiche und lebendige Zeit. Dutzende, unendliche Instrumente wurden erfunden in einer Vielfalt, die wir uns heute kaum vorstellen können. Eins kann man übrigens, oder soll man auf jeden Fall, bei dem Farbübergang zwischen Grün und Gelb so ein bisschen erkennen. Mit etwas Fantasie erkennt man da so eine Geige, ein Streichinstrument. Auch die Streichinstrumentenfamilie ungefähr um 1600 erfunden, wie viele anderen Familien auch, die sich dann weiterentwickelt haben. Dann die Barockzeit. Eine Zeit der Künstlichkeit. Diese künstlichen Haare, diese Perücken auf dem Kopf signalisierten, man wollte sich nach Kunst, nach etwas besonders Hohem ausstrecken, was allerdings nicht besonders natürlich war. Gleichzeitig, und jetzt komme ich zum weiteren Aspekt in diesem Schaubild, hier sind immer so Bilder eingeflochen. Warum das eigentlich? Wir wollen uns doch mit Musik beschäftigen und jetzt sehen wir hier ein Bild vom 30-jährigen Krieg. Ja, einfach deshalb, weil Musik niemals, auch heutzutage, nicht für sich allein genommen in einem abstrakten Raum ist, sondern immer eingebunden ist in die entsprechende Zeit,
und auch in die entsprechenden Personen. Dieser 30-jährige Krieg ging natürlich und die ganzen Umstände auch an der Zeit nicht vorbei. Wobei man sagen muss, schon dieser Begriff Barock, Barocco, nämlich schiefrunde Perle, symbolisiert das. Da stimmt was nicht. Ein winzig kleiner Teil der Bevölkerung schwelgte in unendlichem Reichtum und Gold. Sonnenkönig, Ludwig XIV. Hier abgebildet, deshalb auch gelb bzw. Gold als diese Farbe hier. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung hatte nichts, außer dass sie in Krieg ziehen mussten, unter Armut, unter auch teilweise schrecklichsten Bedingungen leben mussten. Aber es entstanden eben wahnsinnig prachtvolle, hier sieht man es, Kirchengebäude, auch bei den Instrumenten hier, die Königin der Instrumente, nämlich die Orgel, die entstanden ist. Es entstand eine wahnsinnige Pracht an dieser Musikwerke, die allerdings, zumindest diese hohe Kultur, natürlich auch nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zugänglich war. Wobei man sagen muss, die Musik war zweigeteilt. Diese Zweiteilung gibt es übrigens bis heute noch, nämlich in weltliche Musik und geistliche Musik. Geistliche Musik ist Musik genau für diesen Raum, für den kirchlichen Raum. Das war übrigens über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer die fortschrittliche Musik, die auch etwas mehr im Zentrum stand. Und dann die weltliche Musik. Weltlich heißt nichts anderes als jegliche Form von Musik, die nichts mit Gott und mit Glauben zu tun hat. Ja. Dann entwickelt sich das Ganze weiter in die Klassik. Radikale Abkehr. Man sieht es schon an der Schrift. Jetzt ist nichts mehr mit verschnörkelt und geschwungen, sondern ganz glatt und gerade. Die hier in der Mitte stehen immer so ein paar Schlagworte auch schon drin. Die Natürlichkeit und die Einfachheit, die stand im Vordergrund. Ist übrigens auch ein Grund, warum zum Beispiel in aktueller Musik, gerade in Rap und Hip-Hop, werden sehr häufig klassische Melodien verwendet. Und zwar mit klassisch meine ich jetzt auch wirklich die Zeit der Wiener Klassik, also diese blaue Zeit hier, weil einfach einfache Melodien, die dann auch ins Ohr gehen, die man sich gut merken kann, weil die genau in dieser Zeit entstanden sind. Dann gehen wir über in die Zeit der Romantik. Romantik, klischeehaft rot für Liebe. Wobei Liebe, denken wir heute immer so an, ja, so ein bisschen was Kitschiges. Steht hier eher, man könnte sich auch Blut vorstellen. Also an wirklich extreme und besonders starke Emotionen. In der Zeit der Romantik übrigens mehr auch die etwas negativeren Emotionen, wie Sehnsucht, Einsamkeit, Verzweiflung, Todessehnsucht. Also Hauptsache starke Emotionen. Man hatte ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis, diese Emotionen so expressiv, so herausschreiend, so deutlich wie möglich auszudrücken. Das Ganze steigerte sich dann immer weiter, bis hin dieser Wechsel bzw. dieser Umschwung in die neue Musik kam. Und diese Epoche an sich, die gibt Rätsel auf, schon allein der Name. Weil was heißt jetzt neue Musik, wenn ich mir vorstelle, neue Musik geht schon 1912 los. Also über 100 Jahre her. Dazu kann man doch gar nicht mehr neu sagen. Dieser Epochenname zeigt auch so ein bisschen die Ratlosigkeit. Da ist vieles passiert, was einfach nicht mehr zusammenpasst. Und deshalb habe ich auch diesen Epochenstrahl ganz bewusst ungefähr 1960 hier enden lassen. Die Unterschiede innerhalb dieser Epoche wären so riesig, wären so unüberbrückbar, dass man überhaupt gar nicht mehr von einer einzigen Epoche sprechen kann, sondern nur noch von einer Vielfalt, einer unendlichen Vielfalt, auch einer Vielfalt an verschiedener Musik aus verschiedenen Regionen, verschiedenen Stilistiken und zu dem Ganzen, was da in der Mitte auch steht, serielle Musik, Minimal Music, Neoklassizismus, kam dann auch noch hinzu der technische Fortschritt. Hier sieht man es, Emil Berliner, 1887 schon die Erfindung vom Grammophon. Das war eine technische Revolution. Das ist interessant, wenn man aus dem heutigen Blickwinkel sieht, technische Revolutionen verändern manchmal Kulturleben immens und nachhaltig. Die Erfindung eines Musikaufnahmegerätes, was es im Prinzip war, und auch Abspielgerätes, revolutionierte das Musikleben komplett. Vorher war es in allen Jahrzehnten, Jahrhunderten niemals möglich, Musik irgendwie aufzunehmen und wieder abzuspielen. Musik musste immer live dargeboten werden. Jetzt plötzlich war es möglich, dass man Musik aufnimmt und wiedergibt. Und was so klingt wie, ja, kann man aufnehmen, ist ja ganz nett, hat einen
riesigen Rattenschwanz mit sich geführt, nämlich die Tatsache, dass ich Musik aufnehmen kann, hat die Entstehung der Musik beeinflusst. Welche Musik soll dann entstehen? Welche Musik soll verbreitet werden? Und gerade durch die Erfindung von Radio, Fernsehen, Rundfunk, von Massenverbreitung war dann ganz klar, populäre Musik macht hier in dem Fall das Rennen. Gar nicht mehr so sehr die Hochkultur, die sehr kunstvolle, sehr lange, sehr ausführliche Musik, sondern die Musik, die von der Masse gewählt worden ist. Solche Musik gab es zwar vorher auch immer. Man fasst es unter diesen Begriffen U-Musik und E-Musik zusammen. Also U für Unterhaltungsmusik, Musik, da wo man einfach nebenbei auch ein bisschen sich unterhalten kann, wo man einfach die nett nebenbei laufen kann, die jetzt nicht besonders kompliziert und kunstvoll ist, aber trotzdem sehr schön und schwungvoll sein kann. Und E-Musik, ernster Musik, ernst jetzt nicht, dass es nicht Fröhlichkeit ausdrücken kann, sondern eher Ernsthaftigkeit steckt da drin, also einen sehr hohen künstlerischen Anspruch. Neben dieser künstlerisch hochanspruchsvollen Musik, die wir hier in der Epoche immer im Zentrum sehen, wenn wir uns mit Bach, mit Mozart, mit diesem beschäftigen, ist es immer diese ernsthafte, diese kunstvolle Musik. Aber natürlich gab es in den Gesellschaften früher genauso viel also einfachere Musik, unterhaltende Musik, aber die hatte nie eine so dominante Rolle, weil es eben kein Radio, kein Fernsehen, keine derart ähnlichen Medien gab. Das war dann im Prinzip die Revolution, die hier am Schluss ausgebrochen ist und die dann unsere ganze Musikwelt quasi auf den Kopf gestellt hat. Und dann nicht zu vergessen, hier oben sind noch zwei zwar sehr klein dargestellte, aber umso schrecklichere Diktatoren abgebildet, die, da steht schon zwei Weltkriege nacheinander, diese beiden sind ja eher für den Zweiten Weltkrieg dann verantwortlich, aber diese zwei Weltkriege haben natürlich ein riesiges Maß an Schrecken verursacht. Und manchmal fragt man sich, wenn man sich so neue Musik als Fortsetzung dieser Hochkultur anhört, warum klingt das so schrecklich, warum klingt das so schief? Naja, wie ich vorher gesagt habe, Ausdruck der Gesellschaft, Ausdruck der Zeit. Wenn so viele Menschen gestorben, gefoltert, umgebracht wurden, da kann doch Musik nicht plötzlich einfach nur schön klingen. Da muss doch Musik auch diesen Schrecken ausdrücken. Es ist auch ein Gedanke, aber nur ein Gedanke von ganz vielen. Ja, so sieht man, hier steckt eigentlich umso dichter man rangeht oder sich dann auch wieder weiter entfernt, quasi ein unendlicher Boden drin. Man könnte an jeder Stelle jetzt unendlich viel nachbohren, reinbohren. Wichtig ist aber doch nochmal die Zusammenhänge kennenzulernen. Deshalb nochmal als kleine Zusammenfassung. Rückbesinnung nach einer schrecklichen und dunklen, eher nicht kulturell hochgeprägten Zeit des Mittelalters auf die Hochkultur der Antike. Vor lauter Bewunderung war dann in der Renaissance der Startschuss gezündet. Es wurden Instrumente erfunden, um diese Musik auszudrücken. Man probierte sich aus. Man sehnte sich in der Barockzeit erstmal nach einer hohen Künstlichkeit, einer hohen Kunst und Kultur. Dann wurden aber auch die Werke immer anspruchsvoller. Die Instrumentenfamilien wurden immer weniger, weil man auf den einzelnen Instrumenten immer höher ihre Fähigkeiten spielen wollte. Die Orchester wurden immer größer in der Klassik, weil man plötzlich ein viel größeres Publikum erreichte in der Klassik. Hier sieht man große Konzerthäuser, in dem Fall hier ein Abbild vom Gewandhaus in Leipzig. Für das Bürgertum, was so langsam entstand, Bildungsbürgertum, also große Orchester, größere Wirkung. Wenn man sich Beethovens 9. Symphonie und den Schlusschor mit der Oder an die Freude vorstellt, da ist schon fast ein Punkt gesetzt, wo man sagt, kann man das noch steigern? Ja, die Romantik hat noch in gewissem Sinne noch eins draufgesetzt, gerade wenn man sich zum Beispiel Musik von Richard Wagner anhört mit einem riesigen Orchester, hat aber auch schon diese Widersprüche in sich getragen. Die Romantik hatte nicht nur diese riesigen Formen, sondern hatte auch diese Kleinstformen. Das Kunstlied zum Beispiel, nur zwei Musiker und wenn ich mir die Länge eines Kunstliedes anhöre, auch so 2-3 Minuten, fast schon wie ein Popsong. Nur eben, es ist kein Popsong, es ist ein Lied von einem ganz anderen Anspruch her. Ähnlich auch das Charakterstück. Ein kleines Musikstück für manchmal nur ein oder zwei Instrumente, ein klitzekleiner
Einbruch und gleichzeitig diese riesig aufgeblähten Orchester, auch die Harmonik, die schon so reich war, schon so ans Extreme gezogen, dass eigentlich, wenn man sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, klar war, es muss irgendwo mal etwas, ja, wie so ein Kartenhaus, in sich zusammenfallen oder wie von vorne wieder losgehen oder wie etwas ganz anderes passieren. Und das ist dann genau dieser Punkt, der mit der neuen Musik begonnen hat. Und wo der hinführt, möchte ich nochmal drauf zurückkommen, wann entstehen immer die Namen für die Epochen? Meist, so lehrt uns die Geschichte, ungefähr 100 Jahre später. Also in welcher Epoche wir heutzutage leben, das wissen wir einfach nicht. Da müssen wir abwarten. Ja, an dieser Stelle jetzt so viel der Worte genug. Was jetzt als nächster Schritt wichtig wäre, wären Klänge dazu, dass man jeweils zu jeder Epoche mal auch so die Musik ein bisschen auf sich wirken lässt. Wie hat sich auch der Klang entsprechend verändert?